Herzlich willkommen zurück mit Disney sein Königreich für ein Lama. Wir speichern jetzt, wie wir das immer tun, wenn wir Blockaufnahmen machen. Mache ich die Konsole nicht erst aus und dann geht's weiter. Ich dachte eben, da kommt jetzt voll viel, auf einmal kommt da nur düsteres Regenwetter. Hi. Ein Kroko. Ach, und was ich noch fragen wollte, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwann schon mal in einem Let's Play gefragt habe. Wie hättet ihr eigentlich gerne das Bildformat von den älteren Spielen? Ich handhab das so, dass wenn das jetzt ältere Spiele sind, so wie jetzt in diesem Fall ein Königreich für ein Lama, das kam aus der Zeit raus, wo das Spiel noch 3 zu 4 war, also ein viereckigen Kastenbildschirmgedöns. Und wir haben ja heutzutage 16 zu 3, also ich passe das immer den jeweiligen Gegebenheiten an, weil ich finde, dass das Spiel, wenn es 4 zu 3 ist, es gehört einfach nicht gestreckt. Es gehört original, meiner Meinung nach, weil wenn man das dann streckt, ihr wisst genau, was passiert, wenn man etwas, was streckt, normal aussieht, plötzlich strecken soll. Ja, dann sieht Miss Croft zum Beispiel nicht mehr wie eine Gazelle aus, sondern plötzlich wie ein Mammut oder so. Die Haaren. Mann, oh Mann, dieser Ort ist ganz schön beeindruckend. Schön, dass es dir gefällt, zumal es alles mir gehört. Ich glaube nicht, dass Isma da mit dir einer Meinung ist. Tja, es wird Zeit, dass Isma und ich mal ein wenig darüber plaudern. Ja, das glaube ich auch. Also, was müssen wir tun, um dich wieder in einen Menschen zu verwandeln? Wir müssen in meinen Thronsaal kommen und den Zugang zu den Katakomben finden, stimmt's? Meinst du nicht Ismas Thronsaal? Nicht mehr lange, wenn es nach mir geht. Aber es ist ja so, ne? Er ist ja angeblich halt tot. Und offiziell, ich sag jetzt mal, ne, ist das echt Ismas alles. Ich glaube, du musst da unten und dann links und rechts. Hast gesehen, links und rechts sind Schalter. Ja, habe ich gesehen, aber solange der Kroko da rumläuft. Guck mal, da linst was raus. Einer? Ja, die haben schon epileptische Anfälle. Alles klar. Das ist Ah! Eins. Crit. Oh ja! Geheimnisse finde ich immer gut. Ding. Oh ja! Ding. Musst du meiner Schande. Aber das war zu einfach. Aber ist doch gut, dass man mal ein Geheimnis findet, was jetzt nicht so anstrengend. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das Tomb Raider Let's Play noch nicht beendet habe. Sollte ich jetzt die nächsten Tage machen? Ich habe das schlichtweg vergessen. Ehrlich. Ah, okay. Jetzt geht's da weiter. Ah. Ich schon. Ich glaube, da fehlen mir gar nicht mehr so viele Level in Tomb Raider Spiel. Erstmal zurechtfinden. Na, gehst du hinten auch rauf? Nein. Warum auch? Ja, das wäre jetzt echt zu plump gewesen. Also wirklich plump. Hier vorne, okay. Genau. Anton. Au! Ah, Schmerzen waren erwartet. Lama-Keule. Yum, 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 yum. Ah! Jetzt ist das da hinten aber aufgegangen. Entweder ist das jetzt ein Geheimnis oder ein regulärer Weg. Sag einen Weg. Jeden Moment herausfinden. Ein Weg. Erwartet. Mit einem Kontrollpunkt und einem sehr merkwürdigeren Teppich. Trauben. Das ist für Gardinen. Ist nur Style. Oh mein Gott, die wird bei mir niemals aufhängen. Alles klar? Ich habe mich gerade gefragt, warum du da jetzt runter bist. Ich wollte eigentlich da hoch. Oh Gott. Da kannst du gar nicht hoch. Was steht heute zur Auswahl? Ja.
man einmal nicht hin und sie bringt. Statt einfach zu sagen, du Diana, ich habe keinen Bock mehr auf das Let's Play. Bringt sie an. Ja. Also. Ja, geschossen. Hast schon. Ah, sie jagt. Kommt gleich ein. Hanna, manchmal klingst du wie ein Kerl. Tosender Affe. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht Zeit. Aha. Musst du da vielleicht. Oh, noch ein Wabbli. Das ist mein Wabbli. Wie viele Wobbles hat er eigentlich? Das ist ja phänomenal. Aber Tausende. Das hab man am Anfangskinofilm ja gesehen damals, dass er Tausende hat. Ist so. Ist eins kaputt, hat er sofort einen neuen gekriegt. Gut, dass ich doch mal rüber Muss man gegen diese komischen Tür rollen, damit sie aufgehen? Oder gehen die, Die gehen von alleine auf. Die gehen dann tatsächlich von alleine. Ah, gleich automatisch angekriegt, was? Kontrollboom. Oh! Ein V. Ja. Zur Seite, Kumpel, ich muss weiter. Ich auch, aber diese verrückten Pfauen haben meine Kleider gestohlen. Und warum sollte mich das auch nur im geringsten interessieren? Bevor ich dir aus dem Weg gehen kann, muss ich meine Unterhose zurückbekommen. Ich dachte eben SpongeBob. Welch aber. Mal sehen, ob ich das hier richtig verstehe. Du willst, dass ich dir deine Unterwäsche bringe? Stimmt. Hey, du bist gar nicht so blöd, wie du siehst. Wenn ich wieder ein Mensch bin, werden du... werden du und deine Vögel vom Aussterben bedroht sein. Ich denke mal, das liegt an der CD, dass das manchmal nicht gelesen werden kann, weil das ja schon sehr alt ist. Ich hätte das auch als ROM spielen können, aber ich denke mir dann immer... Ah, krass, das auch so. Links oder rechts? Ja, nehmen wir rechts. Ich hätte mir das auch aussuchen können, eine ROM zu benutzen, aber ich denke mir dann immer... Wieso fliegt diese Unterhose? Weil diese Unterhose Style hat. Und du nicht. Ja. Offenbar kann ich hier nicht machen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, du musst irgendwo zielen. Ah, ist zu weit weg. Stückchen. An die Kante. Was steht heute zur Auswahl? Stückchen höher, glaube ich, noch. Du reicht nicht, du hast mal richtig gechillt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du treffen kannst. Was steht heute zur Auswahl? Ha? Ah, doch, ich glaube schon, aber... versuch es anders. Eine Wache, die dich umbringt, oder eine Wache, die schreit? Da sind wieder diese Dinge hochgegangen. Ah, oh Gott. Die dich wieder Hakuna Matata an. Was machst du da? Dieses Lama regt mich einfach nur noch auf. War das nur ein Drama-Lama? Ah, wie lange Schlangenalarm? Was ist das eigentlich für ein Dude, der sich von Pfauen
deine Unterwäsche klauen lässt, ja. Ab jetzt. Weil schöner Rücken kann auch entzücken. War das jetzt also die Wahl, erwischt zu werden oder zu scheitern? Oh. Ich glaube, du hast einfach die Wahl genommen. Kontrollpunkt. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Ein Wobbel hast du ja schon entdeckt. Ja, das ist das dritte Geheimnis jetzt schon. Oh ja. Ja. Wow. Dann sind die ja relativ angenehm zu finden, ne? Also die Geheimnisse. Zu meiner Überraschung, ja. Oder ne? Und rund. Links und rechts sind. Okay. Jetzt muss das schnell gehen. Beziehungsweise relativ zügig. Oh mein Gott. Kana, schreib mich nicht an. Sensibel und Herz. Komm, du nimmst eh nur Tic Tacs als Herztabletten. Ja, die schmecken ja wenigstens. Oh! Ein Oberteil. Oder. Nee, es ist immer noch dasselbe Teil. Guck mal, da ist das Teil, was ich nicht treffen konnte. Nein. Ah! Siehst du, genau auf der anderen Seite. Dann sind wir einfach nur auf die falsche Seite gegangen. Was steht heute zur Auswahl? Ach. Oh. Dieses Geräusch so klopf, klopf, klopf. Was steht heute zur Auswahl? Ich glaube, wenn du gleich den richtigen Winkel hast, brauchst du nur noch schießen. Einfach stehen bleiben. Meine Fresse, ey. Du machst. Oh. Sachen, ey. Ich dachte, die muss man einsammeln und nicht aufhebeln. Also. Ich glaube, du bist gerade mehr oder weniger gestorben, kann das sein? Oh, innerlich. Puh, was für eine Erleichterung. Fliegende Unterhose? Ja. Ui, Macaroni. Das war wirklich der verrückteste Tag meines ganzen Lebens. Irgendwie glaube ich dir das sogar. Kontrollpunkt. Das ist kein Geheimnis mehr. Aber. Und weiter. Viel, aber ein bisschen. Ja, ich. Schaffst du. Ah! So offensichtlich, dass man das dann doch übt. Okay.
Okay. Ich glaube... Ah, ich muss das ummachen. Ich muss sie einfach draufpacken, damit sie fallen. Ah, funktioniert das? Ja. Sollte eigentlich funktionieren, weil da ist jetzt nicht angegeben, wie weit das Ding hobbelt. Ah. Ich dachte eben, das rollt runter. Vielen Dank. Kontrollpunkt. Da kann ich nicht drauf rein. Mit. Oh. Geil. Ich sag. Von irgendwas mehr nehmen. Oder musst du das Ding auf dem Rücken tragen und im gleichnamigen Takt hinterherlaufen? Siehst du? Ah, fast. Ja, cool. Kontrollpunkt. Ha! Kontrollpunkt. Lass mich rein! Hasen töten. Ja, schmeiß sie in die Hölle! Hasenbraten, Hasenbraten. Oh Gott, nee, das schaffe ich nicht. Willst du nicht? Nee. Zwei Hasen gescheitert. Schaffst du schon. Was sagen du selber, sollte nicht runterplumpsen. Ach, wie immer um zwei Hasen. Der eine Hasenbraten wollte nicht mehr braten werden. Ich glaube, du musst echt einfach wegrollen, oder? Möglichst nicht. Das waren alle. Ah, das war knapper. Aber dennoch hast du das gewuppt. Ja, irgendwie. Okay, weil dann ist es. Ja, einfach überlegt und dann eventuell doch in den Abfeld. Der denkt sich auch, spucke ich jetzt gegen Och diesen nein, bitte nicht. Mysteriös Schild oder Booyah! Ich springe in die Tiefe! Du musst die. Ja, die Vase brauche ich. Die... Heißt sich nur, wie schnell bist du nach. Ah, ich glaube, ich muss ihn, sobald er wieder an mir vorbei ist, muss ich ihn vorsichtig hinterher. Weil das ist zu kurz. Ich glaube, es wäre machbar gewesen. Siehst du? Also, es ist definitiv machbar. Beziehungsweise machbar nicht, aber du musst. Also, ich würde hier warten. Genau.
Und sobald er über dir hinweg ist, würde ich da irgendwie hochspringen. Weißt du? Jetzt ist das... Ja, ich kann doch nicht springen mit der Vase. Ach ja. Als ob der mich nicht gesehen hat. Als ob er mich nicht gesehen hat. Das war so, habe nicht erblickt. Moin, gar nichts. Ach so, war das. Ja, das ist jetzt mein... Das ist meine quasi Trepphilfe. Deine Tritthilfe, ja. Kontrolle. Ah! Komm! Oh, Alter, noch ein Geheimnis, Alter. Geheimnisse sind. Das ist das schon Nummer 5? Booyah! Ach, das hat. Mhm. Alter, das ist nicht viele. Aber cool, dass wir so viele Geheimnisse finden. Das ist nämlich selten. Ah ja, okay, nochmal dieselbe. Oh! Na okay. Erfass mal, was das ist. Ich glaube, der rote. Ah, ich ahne schon. Der springt viel höher. Setze ich jetzt einfach mal. Ja, denke ich auch mal, weil der wird bestimmt den doppelten weit haben. System. Oh, scheiße. Ja, du bist nicht ganz mittig gelaufen. Jetzt sollte das eigentlich... Ja. So und nicht anders wollen wir es haben. Kontrollpunkt. Wieder nix, ne? Nein. Ich finde das mega witzig, dass einfach mal so random so flipp ein Geheimnis. Was steht heute zur Auswahl? Ganz viel steht heute zur Auswahl. Die irritieren total ein. Ja, aber lieber einmal zu viel geguckt und kein Geheimnis gefunden, als gar nicht geguckt und Jetzt mal der Grüne darauf. Weiß ich jetzt ab. Der Rote hier drauf vielleicht. So. Den Blauen musst du garantiert ich tragen. Das glaube ich auch. Einfach für. Was passt? Ja. Uhu! Ja, siehst du, war doch schon. Wie, als wenn wir nichts anderes getan hätten. Kontrollpunkt. Oh, nope. Was steht heute? Nein. Hey, Anna, das ist böse. Ich muss mal kurz verstehen. Ich bin dir nicht übel. Der Helm oder was? Oh Gott. Okay, ich weiß, was ich. Da dich dahin. Mal runter und dann wieder noch. Runter.
Ihr seht mich doch gar nicht. Jetzt fliege ich hier fast in den Monitor. Alter. Ich höre erleichterte. Tja, tja, tja. Der Ex-König ist zurückgekommen, um Ansprüche auf seinen Thron zu erheben. Du hast es erfasst, Isma. Vergiss nicht, ihn beim Rausgehen abzuwischen, Isma. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Ich frage mich, wie viele Untertanen ein Lama wohl gewinnt. Nicht viele, nehme ich an. Das ist immer noch besser, als eine abscheuliche, widerliche Frau auf meinem Thron zu haben. Lama, dass ich für einen König hält. Genug geplaudert, Isma. Jetzt wird's ernst. Lamas für... Klingt nach einem Endboss. Kerle. Ja, das ist... Aua! Weiß nicht, wer ist das? Ich tipp mal Oma. Und abfeuern. Hm. Dir einen Weg nach oben bahnen. Genau. Hoch zu ihr kommen. Au! Aua! Auch bevor sie dich. Was steht heute? Mach nicht zu viel, weil. Treppe bauen. Der eine ist sogar. Oh, Alter! Die wirft so schnell. Oh ja. Yeah. Irgendwo einen toten Winkel? Was steht? Aber einer muss so oder so ganz runter. Ja, aber nicht der in der Mitte. Einfach aus, ob da wieder hochgeht. Doch. Wieder hoch. Hat Glück gehabt. Die erwischt mich immer. So, dass die Dinger wenigstens dem. Ja. Und arbeite dich doch von rechts nach links. Mach erst den rechts ganz runter. Genau, bleib einfach stehen und mach. Siehst ja, dass die Dinger da ja endlos runterkommen. Aua! Wollt ihr nur gesagt haben, weil sonst brauchen wir ewig für den Boss. Ah, so ist's besser. Welche? Einer kann da noch. Ja, genau. Lecker. Ob der reicht sogar schon fast. Nope. Aua. Einer. Der ganz links muss. Yum, yum. Nicht nach. Klare Heilung. Dann sollte es eigentlich. Ich bin froh, dass das nicht weit geht. Ja. Die Dinger von alleine wieder hochgehen. Echt jetzt. Stunden dauern. Aber sie kann ziemlich gut werfen. Du hast vielleicht deinen Thron zurückgewonnen, Cusco. Aber ohne diesen Zaubertrank wirst du nie wieder ein Mensch sein. Ach nur.
Alter, was macht die denn da? Als ob! Komm her! Oh. Ticke! Jetzt, wo du deinen Thronsaal wieder für dich hast, brauchen wir dich nur noch in einen Menschen zurückzuverwandeln. Sag mal, wie kommt es, dass du nie da... Wenn ich in großer Gefahr bin. Weil er schlau ist und... Ich möchte mich nicht in Dinge einmischen, Er hat das zwar schon gesagt, aber trotzdem lustig. Ah. Nun, Yzma hat immer noch den Zaubertrank, der mich wieder in einen Menschen zurückverwandelt. Aber wie werden wir sie kriegen? Ich kenne schon einen geheimen Zugang zu den Katakomben. Einfach mir nach, ich weiß schon, was zu tun ist. Alter. Oh, danke. Er läuft alle. Oh, was? Alle 7 Geheimnisse entdeckt. Alter, was soll das? Zwar nicht alle, hier Münzen, aber scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich finde die Geheimnisse entdecken manchmal viel interessanter. Heilige Scheiße. Aber das war auch definitiv eine schwierige Geburt. Ja. Ne? Also du hast so manches Mal geflucht. Ja, ich hab richtig geflucht, Alter. Ich werde schneiden ohne Ende. Vielleicht werde ich am Ende des Videos noch ein paar lustige Szenen einfügen. Wie? Ne? Aber mal gucken, ob ich das mache. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Dann wird das ziemlich amüsant. Aber das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Und wir sehen uns. Wir haben ein Vampi noch. Stimmt, wir haben noch einen Vampi bekommen. Gott sei Dank. Ja. Ich weiß nicht, wie Cusco ihn leben konnte. Wir ohne ihn leben. Sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Wir wissen, dass es definitiv weitergeht. Als nächstes, schätze ich mal, kommen die Katakomben, die Cusco das ja eben gesagt hat. Aber wir müssen ja zusehen, dass er wieder ein Mensch wird. Ja. Yzma suchen und den Zaubertrank zurückzuholen. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.